Ohne die Forschung und die Produkte der chemischen Industrie ist die Energiewende nicht zu schaffen. Dies wurde im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie und des Arbeitgeberverbandes Chemie Baden-Württemberg deutlich gemacht. Zahlreiche Betriebsräte, Unternehmensvertreter und Manager waren dazu nach Stuttgart gekommen. In einer Podiumsdiskussion erläuterten Thomas Meyer, Hauptgeschäftsführer der Chemiearbeitgeber im Land, und Michael Vassiliades, Vorsitzender der IGBCE, ihre Sicht der Dinge auf das Thema »Wird Energie zum Luxusgut? Anforderungen an eine zukunftsfähige Energiepolitik«. Sie diskutierten darüber mit Franz Untersteller, dem baden-württembergischen Umweltminister. Und zunächst mal ist für mich wichtig, dass wir sowohl im Thema Klimaverträglichkeit als auch dem Thema Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit einen gleichrangigen Stellenwert beimessen. Und ich gehe davon aus, dass gerade der Standort Baden-Württemberg hier in Zukunft erhebliche Chancen mit dem Thema Energiewende hat und natürlich vor allen Dingen die chemische Industrie, wenn Sie mal denken an so Themen wie Dämmstoffe, neue Materialien, die notwendig sind, um das Thema Energieeffizienz voranzubringen. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass diese Branche hier zu den Gewinnern der Energiewende in Baden-Württemberg zählen wird. Die Gewerkschaft hat für die Zukunft der Energiepolitik auch den Chemiestandort, aber besonders die Mitarbeiter im Blick. Die Energiewende ist aus Sicht der IGBCE derzeit nicht auf einem guten Weg. Wir wollen den Erfolg der Energiewende. Wir wollen auch, dass der Standort Deutschland, dass Europa davon im globalen Wettbewerb profitiert. Wenn man das will, dann muss man das Management der Energiewende auch so ausrichten. Und derzeit ist zu viel Regulierung, zu viel kostentreibende Umverteilung von Zusatzkosten zu beobachten. Und das drückt auf die industrielle Leistungsfähigkeit. Unser Wunsch wäre es vielmehr, Standort, Innovation und gute Kompetenzen Deutschlands zu nutzen, um die Energiewende auch zu einem wirtschaftspolitischen, industriepolitischen Zukunftsprojekt zu machen. Und da ist noch viel zu tun. Unverzichtbar ist eine verlässliche und bezahlbare Energieversorgung für die Industrie. Das machte Thomas Meyer für die Chemiearbeitgeber deutlich und er hob die Notwendigkeit der Chemie für die Energiewende hervor. Die Energiewende muss stark begleitet werden von der Ressourceneffizienz und hier leistet unsere Branche Vorbildliches. Wenn Sie an einzelne Produkte der chemischen Industrie denken, wie zum Beispiel moderne Dämmstoffe im Bausektor, dann sparen diese ein Vielfaches der Energie ein, die zu ihrer Produktion benötigt wird. Die Energiepolitik ist ein Thema, das auch in Zukunft wichtig ist. Deshalb treten die Chemie-Sozialpartner hier gemeinsam für die Zukunft der Chemie am Standort Baden-Württemberg ein.